Aber nochmal da zurückgehen oder hingehen, tue ich nicht. Nee. Das lasse ich lieber mal. Okay, rechts muss ich. So, dann gucke ich jetzt erstmal kurz auf eine Karte, wo ich noch hingehen kann. Da oben links könnte ich noch. Sonst habe ich im Prinzip was alles. Gut, da komme ich noch nicht hin. Da ist ja zu viele Stacheln und eine Tür. Da könnte ich noch hin. Irgendwo noch ein auffälliger Weg oder sowas? Okay. Ich probiere es einfach mal. So. Und schnell hoch. Und durch diese Tür hier. Hoffentlich stürzt das Spiel jetzt nicht ab. Auch wenn es nicht allzu schlimm wäre. Nee, gut. Ah, den ganzen Weg wieder hochlaufen. Na, ganz toll. Runter ging ja noch, aber hoch ist jetzt echt ätzend, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allen Dingen, ihr seht ja selber, wie hoch das ist. Auch die Salem-Hexe. Die war mal. Ach, ich benutze die Fledermaus. Ist angenehmer. So. Und weg. Nein, einmal noch. Gut. Gibt's hier noch irgendwie Geheimwege oder sowas? Nein, bringt nichts. Ah, den Sprung will ich schaffen. Gut. Ah, hier könnte ich rechts zum Teleporterraum. Und oben, links, okay. Na gut. Na, scheiße. Jetzt habe ich dieses dumme Juwel. Egal. Benutze ich, wenn ich mal nichts Besseres zu tun habe. Aua. Diese Salem-Hexe kann. Ah, was? Ich habe die doch viermal getroffen. Vorhin die zweimal hat es auch viermal gereicht. Zwei, drei, vier, fünf. Na gut, dann sind es eben fünf Treffer. Auch gut. So, die Axt habe ich wenigstens wieder. Aber ich frage mich trotzdem, wie das hier nochmal funktionieren soll. Ah. Okay. Das sah gerade so aus, als würde die Axt den Schalter irgendwie berühren, aber. Scheiße. Sieht wohl doch nicht so aus. Moment. Genau, ich könnte noch was ausprobieren. Wenn dieser Pausebildschirm mal schneller gehen würde, Mann. Und zwar will ich mal die Dämonenkarte benutzen. Vielleicht ist ja der Dämon brav und geht dahin. Ach, das ist so ein Mini-Dämon. Okay. Relikte, wo ist er? Dämonenkarte. Dann mach mal. Okay, klappt nicht. War ja auch zu schön gewesen. Ich behalte aber die Fee. Wollte halt nur gucken, was der jetzt macht. Ah, hier war ja der Cerberus. Dieses niedliche Schoßhündchen, was wir ja laufend mit links besiegt haben. Okay. Naja. Da muss ich jetzt wirklich gucken, wo ich noch lang muss. Hier kann ich noch lang. Ist das. Ja, doch, hier. Toll, für einen Speicherpunkt. Naja, warum nicht? Schadet nicht. Für alle Fälle, falls das Spiel wirklich abstürzen sollte. Speichere ich hier erstmal. Okay, jetzt kann ich weiter hoch. Und hoch und hoch und. Doch nicht auffällige Wand. Ich probiere teilweise mal ein bisschen was aus. Okay. Kann ich mal hier durch. Aber was mir gerade so einfällt, was ich gerade mal überlege. Wenn ich das gerade richtig gesehen hatte, mal. Ja, das hier. Goldring. Ist eine Inschreibung. Tragen Ur. Ich probiere mal was aus. Ich glaube nicht, dass es klappt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, da braucht man noch ein Gegenstück zu. Bin mir echt nicht mehr sicher. Das ist was Dummer. Aber wenn ich. Ich gehe erstmal. Ich will erstmal da ganz links gucken. Also, ich vermute ja wirklich, dass ich noch irgendwie ein Gegenstück dazu zu diesem Ding brauche, aber vielleicht klappt es ja auch so. Aber erstmal will ich trotzdem links gucken. Und danach gehe ich nochmal zu dieser Uhr. Um mal nachzugucken, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. Muss ich hier runter? Ja, ich muss hier runter, gezwungenermaßen. Ah, da war ein Pilz, egal, brauche ich nicht. Noch ein Pilz. Ein Fliegenpilz.
Oder? Ich meine, ja, das sind auf jeden Fall Fliegenpilze, aber Toadstool, heißt das echt Fliegenpilz übersetzt? Und eine gefrorene... Schade. Nein. Shade. Schatten? Nein. Ah, verdammt. Nee, was ist Shade nochmal? Wenn das einer von euch weiß, dann wäre es super. Ich weiß gerade nicht genau, was Shade übersetzt heißt. Irgendwie sowas... ich weiß es auch nicht direkt, wie man das übersetzen könnte. Also was es ungefähr heißen könnte. Ich habe mich mit dem Wort leider noch nicht beschäftigt. Ich betone es leider. Und ich hasse es, dass ich leider jetzt das Spiel nochmal beenden muss und nochmal den ganzen Weg laufen muss, weil das Spiel schon wieder abgestürzt ist. Na gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay, und weiter geht's. Hoffentlich. Also. Und wir sind wieder am Eingang des Schlosses, so ziemlich. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg zum Eingang. Und ich hoffe wirklich, dass diese Abstürze nicht mehr allzu oft vorkommen, weil irgendwie ist es schon ein bisschen nervig, wenn die auftreten und man jedes Mal diesen ganzen Weg, wo man das letzte Mal gespeichert hat, weil mein Save-Slot ist noch weiter zurück, jedes Mal laufen muss. Aber wenn EPSXE flüssiger bei mir laufen würde, hätte ich die Probleme wahrscheinlich nicht. Naja, egal. So. Okay. Ah, verdammter blutiger Zombie. Verschwindet bloß, ihr verdammten Zombies und ja, überhaupt Zombies. Blutige Zombies und normale Zombies. Einfach weg mit euch. So. Okay, du, ach, du bist hier auf jeden Fall, neu, aber dich habe ich schon mal getroffen. Muss nur deine Eule kaputt machen. So, dann schauen wir mal hier oben, hier war ich nämlich noch gar nicht. Herzen? Ach, okay, egal. Okay, hier bekomme ich wieder irgendwas für den Wolf. Kraft des Wolfes. Na gut, und wieder mehr Leben. Mehr Leben kann ich immer gut gebrauchen. Ein Kreuz! Das will ich mal nehmen. Aua. So. Okay, wie es aussieht, kann ich das Kreuz nicht benutzen. Ich drücke nach oben und Viereck, aber... Jetzt habe ich einen Push benutzt. Aber nichts passiert. Okay, das finde ich mal... ein bisschen mies. Na gut, dann werde ich einfach mal warten, bis ich... wieder eine nützlichere Sekundärwaffe bekomme. Das heißt, ich werde jetzt einfach zurücklaufen. Moment, wo... Ah, doch. Ich weiß noch, wo ich noch hin wollte. Hier... hinten... war noch irgendwo was. Ja, da oben. Hier... hoch. Okay, hier ist ein Weg. Das ist sehr gut. Hier ist ein ganz neuer Weg. Okay, ich muss einen Burghaar kaputt machen. Und der ganz schön übel abgeht. Aber dafür schnell kaputt geht. Ach nee, Klinge. Du auch noch. Du willst auch ein paar Schwerthiebe. Okay. Das ist mies. Ach, er ist kaputt. Ich wollte gerade sagen, er steht in mir und macht mir keinen Schaden, okay. Aber war ja doch nicht so. So, Weihwasser, okay, das nehme ich. Kreuz bringt ja nichts. Irgendwie. Oder bräuchte ich das später irgendwie? Nee, glaube ich nicht. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Warum nicht? Ich gucke gleich erstmal, ob mich hier der Weg noch weiter führt. Wenn ja, ist gut, wenn nein, ist schlecht. So, einmal schauen. Ja, ich glaube, das geht nach oben. Mal schauen, wo ich dann landen werde. Also ich gehe auf jeden Fall jetzt diesen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay, das ist was anderes. Habe ich jetzt auch langsam... Okay, ich bekomme hier eine Rüstung. Eine heilige... Rüstung. Ja, sowas halt. Geheimwege? Irgendwo? Nein. Oben? Auch nicht. Na gut. Versuch was wert. Ah, dann kann ich hier wieder zurückgehen. Na toll. Wofür habe ich diesen Weg jetzt gemacht? Für nix, im Prinzip. Gut, dann könnte ich noch zur... Ja doch, ich könnte noch zur... zum Alchemielabor gehen. Muss ich gerade erstmal nochmal überlegen, wie das heißt.
mir ja Gott sei Dank nochmal eingefallen. Wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ich es nicht mal gewusst hätte, aber ich denke mal, wenn ich da gewesen wäre, wäre es mir wieder eingefallen.